Schönen guten Abend, mein Name ist Ralf Wiegand. Ich bin der Leiter des Ressorts Investigative Recherche bei der SZ. Ich bin nicht Nadja Tausche, das ist meine liebe Kollegin, die Sie, glaube ich, ich sehe sie oben in der Mitte. Ich glaube, Sie sehen sie auch. Das ist die Frau ohne Bart, die auch zusammen mit mir und einigen anderen in der SZ in diesem Projekt PFAS, Jahrhundertgift, mit drin war. Ich würde Ihnen vielleicht ganz gern am Anfang, was sagen wir eigentlich sind und was wir machen. Das Investigativressort der SZ ist ein Kollege hat es mal ein Orchideenressort genannt bei uns im Haus, ein Ressort, das viel vielleicht über mehr Zeit und über mehr Geduld und auch über mehr Hartnäckigkeit verfügen kann, als das oft bei Journalisten im Alltagsgeschäft der Fall ist. Wir können uns an Dingen festbeißen, wir können ganz tief bohren, in diesem Fall fast wörtlich zu nehmen. Wir können tief bohren in Themen und versuchen, die eben auch so uns so zu erschließen, dass wir alle Facetten in solchen Themen erfassen. Das Investigativressort der SZ kennen Sie vielleicht alle, hoffentlich von den Panama Papers oder von den Paradise Papers oder von den Implant Files und von den Swiss Secrets. Geschichten, dafür steht das Ressort. Das sind immer große Zusammenarbeiten mit vielen Kollegen, die alle Spezialwissen haben und das dann in einer Kooperation, in einer Zusammenarbeit bündeln, entweder von uns aus dem Haus oder eben auch, wie in diesem Fall bei der PFAS-Recherche, über die Grenzen der SZ hinaus mit anderen Partnern. Wir wollen über dieses Problem PFAS reden. Die größte Hürde bei diesem Vortrag ist, zu nennen, was PFAS eigentlich ist. Deswegen lese ich das mal kurz ab. Es sind Per- und Polyfluoride Alkylsubstanzen, also ein chemischer Begriff, mit dem, glaube ich, sehr viele Leute nichts anfangen können, obwohl wir alle das Zeug irgendwo bei uns zu Hause rumstehen haben, in einer Form, in der es die Industrie dann verwendet, beispielsweise in Teflonbeschichtung bei Pfannen, in auf Regen abweisenden Jacken, im Kettenfett für den Motorroller. Oder jetzt, wenn Sie Ihre Ski nochmal vorm Einlagern gewachst haben, möglicherweise auch da im Skiwachs. Oder früher in Feuerlöschschäumen, aber auch industriell wird es eingesetzt bei der Herstellung von Halbleitern. Es ist ganz wichtig bei der Produktion für Batterien, bei E-Fahrzeugen und auch im medizinischen Bereich, weil es eben verschiedene Eigenschaften hat, die die Industrie sehr gut brauchen kann. Wasserabweisend, schmutzabweisend. Temperaturbeständig, von anderen Chemikalien eigentlich kaum angreifbar. Es macht also, sagen wir mal ganz platt gesagt, glatte Oberflächen und ist sehr haltbar, leider so haltbar, dass es auch dann, wenn es bei Produktion oder Vernichtung, Verbrennung, Entsorgung in die Umwelt gelangt, auch dort sehr haltbar ist. Und deswegen gehört es zu den persistenten Stoffen, die sich eben über einen sehr langen Zeitraum, manche sagen über hunderte Jahre, da gibt es halt schlechte Erfahrungswerte. Es gibt nur Halbwertszeiten in der Umwelt halten. Wir haben uns also mit unserem Ressort und mit vielen internationalen Partnern diesem Thema angenommen. Zustande gekommen ist es tatsächlich über zwei Vorgänge, die woanders stattgefunden haben, nämlich in den Niederlanden und in Flandern, in Belgien, wo es zwei große Verseuchungen gab. Zuerst die in den Niederlanden. Das war eine Firma namens Chemours. Und wenig später gab es auch dann relativ große Diskussionen, auch einen Produktionsstopp bei 3M in Flandern. Und dort sind dann, der lief so ein bisschen unterm Radar. Und dann haben Kollegen in den Niederlanden gedacht, wenn das schon, also wenn diese Fälle so groß sind, aber eigentlich öffentlich so unbekannt, wie sieht es denn eigentlich sonst so aus in Europa, was diese PFAS-Problematik angeht? Und haben Sie das anrecherchiert, gemerkt, das Ding wird relativ groß, weil die Datenlage ist relativ schlecht und haben sich dann an die Kollegen einer großen Zeitung gewendet. Das ist in dem Fall Le Monde in Frankreich gewesen und Le Monde hat die Geschichte auch relativ schnell erkannt, dass da einfach was im Argen liegt und hat dann eine große internationale Kooperation aufgesetzt, weil wir mit Le Monde schon sehr häufig in anderen Geschichten auch zusammengearbeitet haben, in dem Verbund, den wir haben aus Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR, haben wir uns sofort für dieses Thema erwärmt, weil wir in Deutschland ja durchaus auch schon bekannte PFAS-Produzenten
Fälle hatten und haben uns da angeschlossen und haben eben auch für Deutschland festgestellt, dass die Datenlage also rudimentär zu nennen ist und haben dann eben versucht, was war dann eigentlich unser Rechercheziel? Unser Rechercheziel war in diesem Fall, die Größe des Problems eigentlich mal sichtbar zu machen und einfach sehr viele Daten zu sammeln, die Geschichte dieses Stoffs zu recherchieren, seine Wirkungen und seine gesundheitsschädigenden Wirkungen sich nochmal genau anzugucken, an Orte zu fahren, an denen die Problematik schon seit Jahren bekannt ist und was kann man eigentlich dagegen tun, wenn der Stoff mal erkannt und in der Umwelt ist. Aber das Hauptziel war eben, diese große Lücke in den Daten aufzuarbeiten. Und das haben wir dann gemacht. Da würde ich ganz gern jetzt mal zeigen, was das Ergebnis war. Und das hatten wir auch am Anfang immer so im Kopf. Wir haben aber nicht gewusst, ob sich das technisch alles realisieren lässt und haben also, nachdem wir ganz lange und ganz viele Daten auch gesammelt haben, die wir, das erklärt gleich meine Kollegin, wie wir da genau vorgegangen sind, haben wir eben versucht, eine Karte zu erstellen, die auf verschiedenen Ebenen zeigt, wie weit verbreitet PFAS-Verseuchungen in Deutschland sind oder wahrscheinlich sind. Das beides zeigt nämlich diese Karte. Die grünen Punkte sind eine nachgewiesene Verunreinigung mit Stoffen dieser Gruppe. Man muss dazu sagen, diese Gruppe ist riesig groß. Es gibt eben nicht das eine PFAS, dieses eine Polyfluorid, sondern es gibt, die Industrie hat da geschickterweise gleich mal ungefähr 10.000 davon erfunden. Ganz oft auch sind es Stoffe, die schon Ersatzstoffe für welche sind, die in Verruf geraten sind. Dann wird da ein bisschen was dran rumgeschraubt. Dann gibt es einen neuen Stoff mit dem neuen Namen, der dann wiederum jahrelang getestet werden muss, bevor man irgendwie weiß, ist er gesundheitsschädlich oder nicht. Wir haben dann diese Karte erstellt aus den Daten, weil wir eben glauben, dass die öffentliche Information über die Problematik fast nicht vorhanden ist, zumindest nicht an den Orten, an denen es nicht schon eine bekannte PFAS-Verseuchung gibt und auch schon irgendwelche Programme dazu laufen. Und wir wollten einfach mal zeigen, dass das kein Problem einzelner Industrieparks irgendwo in einer abgelegenen Region ist, sondern das ist tatsächlich ein Stoff, der sich sehr, sehr schnell verbreitet über die Luft und übers Wasser. Wir haben das auch sehr eindrücklich in den Texten in der SZ auch beschrieben, wo man überall das Zeug schon gefunden hat, nämlich da, wo nie ein Menschen Fuß hingesetzt hat, ob das im Tibet ist, im Hochland oder ob das im Blut und im Muskelfleisch von Eisbären ist oder von Pinguinen. Überall dort kann man das finden. Mich hat es so im ersten Moment ein bisschen an diese Mikroplastik-Geschichten erinnert, die man ja alle kennt, dass dieses Mikroplastik, das keiner von uns sieht und jeder mit seinem Duschgel oder sonst wo in den Abfluss geleitet hat, dann eben in den Meeren, in den Fischen und sonst wo wieder auftaucht oder im Gletschereis und so ähnlich ist es auch mit diesen PFAS-Stoffen. Ja, und wir wollten mit dieser Karte eben einen Nutzwert erreichen, der den Leuten zeigt, hey, hier liegt eine Problematik vor, das sind die grünen Punkte und hier liegt sehr wahrscheinlich eine Problematik vor, das sind die, was ist das für eine Farbe, Magenta, Lila Punkte. Wenn man das mal einmal kippt in die 3D-Ansicht, dann kann man auch ein Gefühl dafür bekommen, wie die Ausschläge sind. Die allerhöchsten dieser Säulen sind aus technischen Gründen schon gar nicht mehr darstellbar gewesen. Wir haben die alle bei einem, ich glaube, bei 1000 Nanogramm gestoppt, weil wenn wir das dann noch wirklich in die Proportion gesetzt hätten, dann wären diese Grafik, die Sie jetzt sehen, in manchen Peaks einfach durch ihren oberen Monitorrand geschossen. Und das wollten wir nicht. Deswegen haben wir die an Teilen gekappt. Mit der Karte kann man interaktiv arbeiten. Man kann also tatsächlich seinen eigenen Ort oder Landkreis mal suchen. Man kann das beispielhaft hier mal machen, wenn man das möchte, und vielleicht mal in Freising oder so eingeben und schauen, ob da irgendeine Verseuchung ist. Ich habe auch eine Person, glaube ich, unter den Zuhörern aus Bremen identifiziert. Da sieht es auch nicht sonderlich dolle aus. Hier haben wir Freising. Dann kann man sich diese Punkte anschauen und sieht dann eben zusätzliche Informationen dazu. Alles, was wir dazu in Erfahrung bringen konnten, haben wir da reingeschrieben. Und so kann man mit dieser Karte arbeiten und die Leute
können sehen, ob sie möglicherweise mal ihrem Landratsamt oder ihre Gemeinde ein paar Fragen stellen, wie weit sich eigentlich diese Menschen der Problematik gewahr sind. Was wir da genau sehen und welche Daten das sind und wo die herkommen, das erklärt Nadja. Genau, ich mache mal weiter. Ich würde erstmal was darüber erzählen, was es dann für die Menschen bedeutet, wenn sie in einer Region leben, die eben mit PFAS belastet ist, und würde dann noch erzählen, eben wo die Daten herkommen, also wie wir auf diese grünen und lila Punkte gekommen sind. Genau, also erstmal, was das für die Menschen bedeutet. Es gibt ein Beispiel, an dem man eben, das ziemlich drastisch ist und an dem man ziemlich gut erkennt, wie schwierig das Zeug auch wieder wegzubekommen ist, wenn es denn mal in den Böden und in dem Wasser ist. Und zwar ist es Rastatt, in der Nähe von Karlsruhe in Baden-Württemberg. In Rastatt war das so, da haben die Landwirte bis 2008 Kompost ausgebracht auf ihren Äckern, und in diesem Kompost waren Papierabfälle vermischt, also Abfälle aus der Papierindustrie. Die Landwirte wussten das natürlich nicht. Der Komposthersteller hat es denen quasi umsonst gegeben. Und ja, die Landwirte haben quasi gesagt, wieso nicht? Aber in diesem Papierschlamm waren eben PFAS-Chemikalien enthalten. Das haben die Stadtwerke dann irgendwann festgestellt. Das war 2012 bei einer Routineuntersuchung. Und daraufhin hat das Landratsamt dort eben gesagt, okay, wir müssen jetzt großflächig untersuchen. Und dabei ist rausgekommen, dass PFAS eben nicht nur in diesem Wasserwerk sozusagen vorhanden ist, sondern in mehreren Wasserwerken und auch auf den Äckern und sogar in den Lebensmitteln hat man das damals festgestellt. Es war dann so, dass man sich überlegt hat, was macht man jetzt? Man hatte eine eigene Geschäftsstelle eingerichtet, die ist angesiedelt am Landratsamt dort. Das war 2015. Und mit dem Leiter von dieser Geschäftsstelle haben wir eben gesprochen und darüber geredet, was da eigentlich los ist. Und dort ist es tatsächlich so, dass man mittlerweile so weit ist, dass man sagt, diesen Schaden, diese PFAS-Belastung kann man nicht mehr beheben. Wir haben dann Zahlen bekommen aus einem Gutachten. Und allein diesen Boden dort auszuheben, es sind 1100 Hektar, davon geht man gerade aus, sind ungefähr belastet. Allein den Boden auszuheben würde zwischen 1 und 3 Milliarden Euro kosten. Und auch das Grundwasser großflächig hochzupumpen und dann zu reinigen, das ist einfach finanziell nicht machbar. Deshalb, was man jetzt macht in Rastatt, ist, man reinigt einfach nur das, was man braucht. Das heißt, in den Wasserwerken wird das Wasser gefiltert mit zum Beispiel so Aktivkohlefilteranlagen. Auch das Wasser, das die Landwirte benutzen, um ihre Äcker zu gießen sozusagen, es wird auch gereinigt. Und in den Lebensmitteln, wo das ja auch gefunden wurde, da gibt es was, das heißt Vorerntemonitoring. Das heißt, bevor die Landwirte ihr Getreide und ihr Gemüse und so verkaufen dürfen, wird das beprobt, werden die ganzen Lebensmittel beprobt. Genau, was in Rastatt super interessant ist, ist halt die Frage nach dem, wer ist schuld. Also eigentlich gilt dann das Verursacherprinzip. Also wer den Schaden verursacht hat, der muss den auch wieder beheben oder der ist halt schuld dran. Aber das ist eben in Rastatt gar nicht so einfach zu sagen, wer denn der Verursacher ist. Also sind es die Landwirte, die diesen Kompost ausgefahren haben? Oder ist es der Komposthersteller, der ja der dieses Papier vermischt hat mit dem Kompost? Oder ist es die Papierfirma, die ja überhaupt erst quasi PFAS verwendet hat in der Firma? Aber das Problem ist eben, dass die das verwendet haben. Also diese Papierfirma, das ist nicht illegal. Ja, deswegen ist es eben nicht so leicht zu sagen, die Papierfirma ist schuld. Das ist auch so, dass da in Rastatt super viele Klagen laufen, um eben festzustellen, wen man belangen kann. Zum Beispiel klagen die Stadtwerke gegen den Komposthersteller, weil die Stadtwerke eben die teuren Filteranlagen einbauen müssen und sagen, das sehen sie nicht ein. Genau, wer auch besonders betroffen ist in Rastatt, sind die Landwirte.
Wir haben mit einem geredet, der baut Erdbeeren an, eigentlich und andere Sachen und darf aber auf manchen seiner Flächen keine Erdbeeren mehr anbauen, keinen Spargel mehr anbauen und kein Getreide mehr an, kein Weizen, genau, kein Weizen mehr anbauen, weil das eben einfach Pflanzen sind, die PFAS gut aufnehmen. Das heißt, er muss dann Mais oder andere Sachen dort anbauen. Und vor allem hatte der eben so einen Brunnen, wo er das Wasser rausgenommen hat, um die Felder zu bewässern. Und da wurde PFAS festgestellt in zu hohen Mengen. Und er musste dann so eine Aktivkohlefilteranlage einbauen für 160.000 Euro. Hat einen Zuschuss bekommen vom Land Baden-Württemberg, 40%, aber musste eben den Rest selbst bezahlen. Genau. Dann will ich noch kurz was zu einem anderen Ort sagen, weil der ist super interessant, weil es eben kein Ausnahmefall ist wie in Rastatt, sondern da passiert das, was an ganz vielen Orten passiert in Deutschland und auch in Europa. Aha, jetzt geht hier das Licht an. Und zwar ist dieser Ort Manching bei Ingolstadt. Da ist es so, dass die Bürger ihre Gärten nicht mehr mit Grundwasser gießen dürfen. Das hat das Landratsamt vor Ort, Landratsamt Pfaffenhofen, festgelegt. Und zwar gilt diese Regelung bis April 2032. Das muss man sich erstmal vorstellen, was das für ein Zeitraum ist. Dort ist es auch so in Manching, dass wenn die Leute ein Haus bauen wollen und einen Keller wollen, dann müssen sie den Aushub von dem verseuchten Boden selbst bezahlen, den Aushub und die Entsorgung, weil es ja verseucht ist. Und wir haben zum Beispiel mit einer Anwohnerin geredet, die auch eine Bürgerinitiative gegründet hat. Und deren erwachsene Tochter hat dann auf diesen Keller verzichtet, weil sie gesagt hat, es ist zu teuer. Also daran sieht man einfach auch, wie sehr das eingreift in das Leben der Menschen. Und was diese Anwohnerin auch so stört, und das ist auch deswegen interessant, was eben auch kein Einzelfall ist, ist, dass es so unfassbar langsam vorangeht mit der Sanierung. In Manching wurden die Chemikalien das erstmal festgestellt 2012. Und jetzt gerade führt die Bundeswehr da Untersuchungen durch, wie man eben vorgehen soll bei der Sanierung. Und genau, ich bin mit der schon seit 2019 in Kontakt zu dem Thema PFAS. Und sie sagt einfach jedes Mal, wenn wir Kontakt haben, ja, es ist eigentlich nicht wirklich was Neues passiert. Also ich sage, was gibt's Neues? Und es ist dann ein Pilotversuch durchgeführt worden, aber eben nicht wirklich saniert. Und in dieser Zeit fließen diese Chemikalien von diesem Militärflughafen dann eben in die Region weiter. Was super interessant ist auch, dass die Leute sehr unterschiedlich umgehen. Also der Landwirt in Rastatt sagt, Maja, Mai, muss man halt damit leben. Auch in Altötting, wo wir ja auch zu recherchiert haben, wo die Belastung auch sehr hoch ist, hat uns eine Anwohnerin, die auch sehr aktiv ist im Kampf gegen PFAS, gesagt, ja, die Leute machen sich nicht so viel Sorgen. Aber als ich zum Beispiel diese Anwohnerin in Manching gefragt habe, ob man eben nicht sich damit abfinden muss, dass diese Chemikalien überall sind, weil das sind sie nun mal, hat sie eben gesagt, nee, auf keinen Fall und ist auch wütend geworden und hat gesagt, da werden einfach wirtschaftliche Interessen über gesundheitliche gestellt und das kann so nicht sein. Genau, dann würde ich noch was dazu sagen, wie wir die Daten bekommen haben für die Recherche. Wie Ralf ja schon gesagt hat, es gibt in Deutschland keine systematische Erfassung der PFAS-Belastung. Also man kann nicht einfach irgendwo die Daten abrufen, nach Bundesland sortieren und dann in diese Karte packen, die wir eben da erstellt haben, sondern man muss diese Daten selbst aufwendig zusammensuchen. Wie sind wir vorgegangen? Man sieht es jetzt in der Karte. Man hat verschiedene Säulen und Punkte. Es sind einerseits die sicher kontaminierten Orte, das heißt, da hat man schon gemessen, da hat irgendeine Behörde, ein Landratsamt zum Beispiel, eine Messung durchgeführt und hat eben gesagt, da ist PFAS im Boden oder im Wasser. Um das zu bekommen, haben wir zum Beispiel die ganzen Bundesländer angefragt, haben Anfragen geschickt, welche Orte sie bemessen haben, mit welchem Ergebnis. Die haben uns dann riesige Datensätze geschickt, also quasi
ja, einfach Excel-Tabellen. Und wir haben dann selbst auch überprüft, ob die Koordinaten zu den Orten passen und ja, wie das alles sein kann. Oder ob das alles sein kann. Dann haben wir auch Anfragen durchsucht, die schon gab, im Bund und auch in den Bundesländern. Wir haben die Forscher angefragt, wo wir halt Studien gefunden haben, ob sie uns ihre Daten zur Verfügung stellen. Haben auch die Wasserversorger befragt, die haben ja auch an vielen Orten schon gemessen. Und wir haben eben auch mit den Behörden, also bei Behörden angefragt, zum Beispiel das Umweltbundesamt haben wir überredet, dass sie uns ihre Daten geben. Und für die Lobby-Infos, da können wir nachher, denke ich, auch nochmal was dazu sagen zur Lobby, haben wir auch super viele IFG-Anfragen gestellt, also nach dem Informationsfreiheitsgesetz, wo die dann eben antworten müssen. Genau, und dann gibt es eben noch die wahrscheinliche Belastung. Das heißt, es gibt da noch keine Messungen. Es ist nicht so, dass eben eine Behörde schon mal gemessen hätte und trotzdem kann man davon ausgehen, dass diese Orte belastet sind. Das sind in dem Fall diese lilanen Säulen. Und da ist eben die Frage, wie kommen wir darauf, dass da eine Belastung ist. Und wir haben uns da orientiert an den USA, die sind viel weiter in der Aufarbeitung von PFAS-Belastung. Es gibt zum Beispiel so eine Vereinigung, US PFAS Lab heißt es. Es sind verschiedene Universitäten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, sind noch so andere Institutionen. Und ein wichtiger Anhaltspunkt ist eben, dass, wir haben es ja vorher kurz schon erwähnt, PFAS war in Feuerlöschschäumen enthalten früher. Das heißt, überall, wo im großen Maße Feuerlöschschäume angewendet wurden, kann man davon ausgehen, dass da der Boden und auch das Grundwasser belastet ist. Also haben wir es so gemacht, weil wir wussten, dass es zum Beispiel mit Militärstandorten der Fall ist, dass wir alle Militärstandorte in Europa rausgesucht haben. Und das kann man wirklich so vorstellen, dass eine Kollegin und ich dann diese ganzen öffentlich zugänglichen Quellen durchsucht haben. Unter anderem halt die Webseiten vom Militär, um zu schauen, wo sind Militärflughäfen. Dann haben wir auf Google Maps untersucht quasi, wo die Landebahnen sind, ob das wirklich Militärflughäfen sind, und dann eben noch mit anderen Quellen gegengecheckt. Genau. Ein anderer Anhaltspunkt noch für diese wahrscheinliche Belastung ist die Nähe zur Industrie. Da hat die EU-Kommission auch so eine Liste veröffentlicht mit Industrien, die halt, wo wahrscheinlich eine PFAS-Belastung wahrscheinlich ist. Teppiche, Papierindustrie, Metallbehandlungen, verschiedene Textilien. Die Liste ist relativ lang. Und genau, wir haben das dann geprüft, sind aber relativ konservativ vorgegangen bei dem Eintragen. Also wir haben zum Beispiel all diese Firmen nochmal angefragt, die wir unter wahrscheinlicher Belastung hatten. Das sind ungefähr 1.000 gewesen. Und wenn es eine Firma war, die eben zu diesen Industrien gehört, aber die haben gesagt, sie verwenden kein PFAS, dann haben wir das rausgelassen und genau sind einfach generell da super konservativ vorgegangen. Genau, das war es dazu, wie wir an die Daten gekommen sind. Habe ich irgendwas vergessen, Wolf? Nee, ich glaube nicht. Ich würde noch vielleicht ein bisschen was zu den Missständen sagen, auf die wir quasi auch in dieser Recherche gestoßen sind. Weil das eine ist ja jetzt zu sagen, okay, wir haben einen Überblick über diese ganzen Daten. Einmal, weil ich das hier schon mit einem Auge auch gesehen habe, natürlich machen wir das, weil diese Stoffe nicht harmlos sind. Die Stoffe, man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht riechen, man kann sie nicht schmecken. Wasser verfärbt sich nicht und es fällt auch nicht das Laub von den Blättern, wenn das Zeug irgendwo ist. Man sieht es einfach nicht. Es überlebt die Müllverbrennung und überlebt auch unzureichende Filteranlagen in Klärwerken. Es ist also ein Stoff, der in die Umwelt gelangt, der sich anreichert, der sich über Nahrungsketten auch im menschlichen Körper dann anreichern kann und dort zu Schäden führt. Es gibt verschiedene Krankheiten, die darauf zurückgeführt werden, auf jeden Fall medizinisch relativ gut belegt. Wenn man das so sagen kann, es gibt nicht so ganz viele Studien dazu, aber es gibt welche. Es wird also das Geburtsgewicht negativ beeinflusst, die Zeugungsfähigkeit, also die Fruchtbarkeit negativ beeinflusst. Es kann zu Fettleibigkeit führen, es kann Hodenkrebs auslösen.
das alles zumindest stehen diese Stoffe im Verdacht. Und sie bleiben eben sehr lang im Körper, weil sie sich je nach Halbwertszeit des betreffenden Stoffes da anreichern. Ein weiteres Problem ist, auf das wir gestoßen sind, ist die unzureichende Datenlage betrifft nicht nur die Verbreitung des Stoffes, sondern eben auch einen einheitlichen Grenzwert. Also es gibt keine Grenzwerte für dieses Zeug, sondern es gibt im Prinzip nur Richtwerte oder Leitwerte, die in manchen Teilen sogar von der Industrie selber stammen, an denen man sich so lang hangelt. Aber es gibt eben nicht diesen Schwellenwert, der jetzt eine öffentliche Informationspflicht oder sowas auslösen würde. Deswegen gibt es auch viele Verseuchungen, die wir festgestellt haben, beispielsweise in Hamburg mit einer relativ hohen Zahl. Dort ist nie ein Anwohner darüber informiert worden, dass dort etwas gefunden wurde, weil die Veranlassung dafür nicht gesehen wurde, der Bevölkerung das halt mitzuteilen. Es gibt auch nur ganz wenige wirklich flächendeckend oder groß angelegten Monitorings unter Menschen, also Blutmonitoring. Das gab es in Altötting, gab es das mal. Dort wurde dann auch im Prinzip das erwartete Ergebnis auch gefunden, nämlich fast alle Menschen, die getestet wurden, hatten, in dem Fall war es, glaube ich, PFOA im Blut und davon wiederum fast alle über den Grenzwerten. Die haben auch differenziert zwischen Menschen, die dort in dem für die Verunreinigung verantwortlich gemachten Chemiepark gearbeitet haben und solchen, die nicht dort arbeiten. Also wir finden, man muss endlich klare Grenzwerte einführen. Man muss deutlich mehrere dieser Stoffe auf ihre Schädlichkeit testen, weil das ist eine ähnliche Lage, wie sie im Sport zum Beispiel beim Doping herrscht. In dem Moment, wo ein Stoff ausgeforscht ist und man möglicherweise auch eine gewisse Schädlichkeit zuschreiben kann, wird er durch einen anderen ähnlichen Stoff ersetzt und dann geht dieses Rattenrennen zwischen Industrie und Wissenschaft eigentlich wieder von vorne los. Von diesen 10.000 vermuteten PFAS-Varianten sind nicht mal 100 wirklich so ausgetestet, dass man über die was sagen kann. Und bei Ersatzstoffen ist es dann eben genauso. Wir haben festgestellt, dass es auch keine einheitlichen Richtlinien für die Einleitung von Abwässern gibt. Das regeln oft, also das regeln Länder oder eigentlich auch Landkreise oder Kommunen dann selbst, oft mit Vereinbarungen mit der Industrie, die eine Laufzeit von 10 oder 15 Jahren haben. Das heißt, da werden Weiterentwicklungen oder Zu- und Abnahmen dieser Stoffe, die eingeleitet werden, eigentlich gar nicht drin abgebildet, weil man das nur in so riesigen Zeiträumen wieder überprüft. Das sind für uns halt auch krasse Missstände. Und das Letzte, was ich vielleicht sagen will, worauf wir eben auch gestoßen sind, ist die relativ einfache Frage, wenn das Zeug so giftig ist, warum verbietet man es nicht? Kann man es ersetzen? Ja, man kann es zu Teil ersetzen. Warum wird dann nicht der Ersatzstoff genutzt? Das liegt eben daran, dass man hier, was man eben kaum vermutet, weil man, wer beschäftigt sich schon mit sowas, einen Stoff hat, der in ganz vielen Industriezweigen, nämlich in sehr vielen Industriezweigen verwendet wird, und die Industrie sich mit ihrer Lobbyarbeit entsprechend aufstellt und sagt, wenn wir auf das Material verzichten müssen, dann werden wir ganz große Probleme bekommen, weil wir dann in der Medizin, in der Halbleitertechnik, beim Green Deal, wo man eben vor allem ja auch auf Elektrotechnik und sowas setzt oder auf Speicherung von Strom, das alles, diese ganzen Ziele werden wir nicht erreichen, wenn wir unsere Produktion darauf umstellen müssen. Und die Industrie lobbyiert massiv, vor allem in Brüssel, mit sehr martialischen Aussagen. Wenn ein PFAS-Verbot kommt, können Sie alle Ihre Handys schon mal abschreiben, weil es keine geben wird. Das sind eben so Argumente, die dann von der Industrielobby kommen. Das ist eben der andere große Teil, den wir festgestellt haben. Es hat jetzt heute tatsächlich, deswegen ist es ein super Anlass, eine 6-monatige Phase der öffentlichen Konsultation, glaube ich, heißt das genau, in Brüssel begonnen, die einem möglichen PFAS-Verbot vorgeschaltet ist. Es gibt 5 Länder in Europa, die sich für ein Komplettverbot aussprechen, möglicherweise bereit sind, in manchen heiklen Bereichen wie jetzt Halbleiterindustrie oder Medizin Ausnahmen zu schaffen, aber zumindest in der Herstellung von Alltagsgegenständen wie Bratpfannen, an denen nichts kleben bleibt, da gibt es Ersatz dafür und es gibt auch in ganz vielen anderen Bereichen Ersatz dafür, dort diese PFAS nicht mehr zu erlauben. Da beginnt jetzt quasi
das Endspiel, wenn man so will, und auch die Phase, in der die Lobby nochmal groß auftreten wird. Ja, vielen Dank. So weit zum Input und den Fakten und vor allem auch der Karte. Vielen Dank an beide. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, haben jetzt die Möglichkeit, einige von Ihnen haben die Gelegenheit schon genutzt, Ihre Fragen in der Funktion F und A einzutragen. Und wir versuchen, soweit es geht, Ihre Fragen zu beantworten. Für diejenigen unter Ihnen, die vielleicht neu mit dabei sind, Sie sehen neben den Fragen auch einen kleinen Daumen nach oben. Wenn Sie da drauf drücken, dann können Sie die Frage in der Liste nach oben bewerten. Und vielleicht legen wir gleich los mit einer Frage zu der dargestellten Karte, die wir auch gesehen haben. Da war eine Nachfrage, was die blauen Symbole bzw. Kreise zu bedeuten haben. Und wird diese Karte denn weiter gepflegt und weiter bearbeitet? Gute Frage, ja. Also die blauen Punkte sind Hersteller. Also wir haben Firmen, die PFAS verarbeiten, und wir haben auch solche, die es herstellen. Das sind, deswegen sind die blauen, glaube ich, ich habe sie jetzt nicht mehr vor Augen, aber es sind die wenigsten. Das sind also Firmen in Deutschland, sind es, glaube ich, 6, die PFAS selbst herstellen. Es hat auch schon jemand bemerkt, dass am Rhein diese Verdichtung ist. Das liegt natürlich an der Chemieindustrie dort, die diese Stoffe dann auch herstellen. Ja, das sind die. Dann nochmal die Anschlussfrage, ob die Karte gepflegt wird. Ja, natürlich wird die Karte gepflegt. Diese ganze Arbeit, wir haben die ja nicht nur für Deutschland gemacht, sondern es sind ja auch, ist ja auch europäisches Datenmaterial da reingeflossen. In Europa sind das sogar dann 20.000 solcher Punkte. Wir haben die aus rechtlichen Gründen in Deutschland nicht machen können, weil wir haben Ihnen erzählt, wir haben in Deutschland schon allein 1.000 Firmen angefragt. Wir müssten das für ganz Europa auch machen, weil wir im Prinzip ja eine Art visualisierter Verdachtsberichterstattung machen in dem Moment, wo wir eine mögliche Verschmutzung kennzeichnen, und wir hätten dann für ganz Europa diese Nachfragen machen müssen. Das konnten wir nicht leisten. Das haben die Kollegen von Le Monde aber gemacht. Man findet auf den französischen Seiten auch eine Europakarte. Wir haben direkt mit der Veröffentlichung auch eine eigene E-Mail-Adresse dafür eingerichtet, falls uns Fehler unterlaufen sind, was nie auszuschließen ist bei so einer Datenmenge. Falls es neue Informationen gibt, dann kann man die dort melden. Man konnte das fast stündlich machen in den ersten Tagen nach Veröffentlichung, und man kann es aber bis heute noch machen. Und die Karte wird weiter gepflegt, jetzt auch immer in ein bisschen größeren Abständen, aber das ist ein atmendes System. Ja, was man vielleicht noch ganz gut sagen kann dazu, ist da, wo viele Punkte sind. Das heißt, einerseits, dass da die Belastung höher ist oder irgendwann mehr Ort eine Belastung gemessen wurde, aber auch, dass man einfach mehr gemessen hat. Das heißt nicht unbedingt, dass im Westen, dass der Westen von Deutschland stärker belastet ist als der Osten, sondern wenn man einfach mehr gemessen hat, dann konnten wir diese Punkte natürlich eintragen. Aber das muss man vielleicht noch im Hinterkopf haben dafür. Mhm. Vielen Dank. Annegret Kranz fragt, wer überprüft eigentlich die Untersuchungen des Staates, inwieweit sie richtig sind oder einfach nur hergeholt, um die eigenen Interessen von bestimmten Gruppen zu aktivieren? Also es ist eine schwere Frage natürlich. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn man jetzt mal eine Behörde nimmt, wie das Umweltbundesamt, dass dort eine sehr hohe Ernsthaftigkeit im Erkennen des Problems ist und auch ein Bewusstsein dafür, dass die Datenlage schlecht ist und dass die Daten erhoben werden müssen. Und natürlich arbeiten die offiziellen Stellen dann auch mit entsprechend zertifizierten Laboren oder Forschungsinstituten zusammen. Tatsächlich, inwieweit es dort eine Verifikation nochmal der dort zusammengetragenen Daten gibt, kann ich so nicht beantworten, traue dort aber den Wissenschaftlern, die Untersuchungen dann auch machen. Mhm. Vielen Dank. Dann schauen wir vielleicht mal über die deutschen Grenzen hinaus. Petra L. möchte gerne wissen, wie gehen die Niederländer mit der Verseuchung um, zum Beispiel mit Anbauverboten oder Verboten der Grundwassernutzung? Sie haben ja schon Bezug genommen auf ein paar Informationen aus dem europäischen Ausland, auch
auch woanders anders damit umgegangen wird, mit der Fragestellung. Gab es da auch Austausch mit Ihnen oder haben Sie da nachgefragt oder sind das auch Rechercheergebnisse oder sind dort einfach die Behörden anders mit der Thematik umgegangen als bei uns? Also es gibt verschiedene Erkenntnisstufen, würde ich mal so sagen, in unterschiedlichen Ländern. Also ich glaube, dass Frankreich ein bisschen besser ist in der Datenerhebung als wir. Andere Länder wie jetzt die Niederlande oder Belgien waren das nicht. Das hat ja auch die Recherche letztlich ausgelöst. Wenn man mal speziell auf die Niederlande guckt, dort ist mir, ich habe das heute erst nochmal nachgelesen, dort gibt es natürlich auch solche Einschränkungen im Alltag, dass beispielsweise die Eier von freilaufenden Hühnern nicht mehr gegessen werden dürfen in bestimmten Regionen. Das ist vielleicht ein etwas kleines Beispiel, aber es ist ein sehr lebensnahes Beispiel, ähnlich wie das Grundwasser, mit dem man seinen Garten nicht mehr sprengen darf oder der Hausaushub. In Belgien weiß ich, dass die Firma 3M dort die Produktion einstellen musste aufgrund dieses PFAS-Skandals und dort eben auch dieses Drohszenario sich insofern schon entwickelt hat, dass die, glaube ich, 80% der PFAS-Stoffe für die Halbleiterindustrie von sehr vielen großen Firmen liefern und eben gesagt haben, für 3 Monate ist das noch gesichert an Lagerbeständen und dann würde es praktisch Lieferkettenabrisse geben und wir haben sowieso eine Chip-Krise, also in die Richtung argumentiert dann auch die Industrie, aber das war dort zum Beispiel eine Folge des Skandals. Und die Niederlande, also es gibt ja diese 5 Länder, die gerade ein Verbot fordern von PFAS, darüber Deutschland und eben auch die Niederlande. Also Dänemark, Deutschland, Niederlande, Norwegen und Schweden. Also denen ist das Problem auch auf jeden Fall bewusst. Belgien fordert das nicht als Ganzes, aber Flandern schon. Bis bei Belgien überrascht es etwas, weil Belgien ist das in Europa am stärksten verseuchte Land. Mhm. Vielen Dank. Annette Lürne möchte wissen, wie man PFAS im Alltag vermeiden kann? Ah ja, das ist eine interessante Frage. Also was wichtig ist, ist, dass, wir haben ja gesagt, wie es überall vorkommt, Bratpfannen, Regenjacken, Schuhe, Lacke, aber auch sowas wie Pizzakartons. Was wichtig ist, dass es nicht, wenn man das verwendet, sozusagen abgegeben wird. Also wenn ich jetzt ein Spiegelei in der Bratpfanne anbrate, dann nehme ich dann nicht PFAS auf, sondern das Problem ist in der Herstellung von diesen Produkten und in der Entsorgung. Und wie man das vermeiden kann im Alltag, das ist halt schwierig, weil es gibt keine Kennzeichnungspflicht. Das heißt, Hersteller von Produkten müssen nicht auf diese Produkte schreiben, da ist PFAS drin. Also bei Pfannen kann man natürlich Pfannen nehmen, die nicht beschichtet sind. Bei irgendwie welchen aus, ohne Beschichtung, da ist kein PFAS drin. Aber ansonsten ist es tatsächlich schwierig. Es gibt PFOA, das ist einer von diesen Unterstoffen. Das ist mittlerweile verboten. Und es gibt manche Produkte, wo dann draufsteht, kein PFOA. Das ist aber, wie gesagt, halt nur ein Stoff von vielen. Also das muss eigentlich noch nicht viel heißen. Also es ist extrem schwierig, halt das zu vermeiden. Okay, also es kann helfen, einfach gezielt danach zu fragen. Gerade bei so Sachen wie Outdoor-Bekleidung oder so, da gibt es natürlich schon alternative Hersteller, die das machen. Wir haben ja auch einen großen Punkt identifiziert, der mich selber auch überrascht hat. Und wiederum bin ja leider schon ein bisschen älter, mich an die FCKW-Diskussion in Kühlschränken erinnert hat. Das ist jetzt eben das F-Gas, das auch einer dieser Stoffe ist, das als Kühlmittel in Wärmepumpen, die ja gerade in aller Munde sind, verwendet wird. Auch dazu gibt es Alternativen. Man findet die auch, wenn man F-gasfreie Wärmepumpen sich anschaffen will, dann gibt es Hersteller dafür, die dann Propangas dafür verwenden. Da geht auch die Entwicklung immer weiter, sodass die Menge an Propangas und die damit verbundenen Risiken dann auch immer kleiner werden. Und es gibt Hersteller, die sogar selbst sagen, wir könnten auf das F-Gas sofort verzichten, während dann die großen ganz großen Hersteller eben sagen, wenn wir auf das F-Gas aber verzichten und die Produktion auf Propangas umstellen müssen, dann schaffen wir diese 6 Millionen Wärmepumpen bis 2030, die sich Habeck vorgenommen hat, halt auf keinen Fall. Aber man kann als Verbraucher, wenn man Wert darauf legt, durch Nachfragen PFAS-freie Produkte wahrscheinlich schon finden, in den allermeisten Bereichen. Mhm. Dazu vielleicht noch mal eine Verständnisnachfrage. Also wenn ich eine beschichtete Pfanne benutze, um mir mein Spiegelei am Morgen zu braten, dann muss ich mich nicht sorgen. Aber bei der Herstellung dieser Pfanne ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch oder
auch gegeben, dass dort die Stoffe entsprechend freigesetzt bzw. verwendet worden sind. Genau. Das wäre die eine Nachfrage. Die Botschaft ist wie so oft, dass der Verbraucher das natürlich dadurch regeln kann, dass er PFAS-haltige Endprodukte halt einfach nicht kauft. Dann wird das Zeug weniger produziert, dann fällt es bei der Produktion in den Industrieparks weniger an. Das ist die eine Sache. Was man vielleicht noch überlegen sollte, ist die Pfanne, wenn man sie denn mal wegschmeißt, weil sie zerkratzt ist, gehört sie eigentlich nicht in den Müll, sondern sie ist Sondermüll. Das ist krass, aber es ist so. Und es gibt auch vereinzelte Deponien, die haben das auch erkannt. Und die schmeißen auch Gore-Tex-Schuhe oder Reste von Kettenöl auf den Sondermüll und nicht in den Müll. Was ist schon so, dass halt, auch wenn man das jetzt nicht, wenn man eben diese Pfanne benutzt, sozusagen aufnimmt, ist es trotzdem so, dass das fast alle Menschen eigentlich, davon geht das Umweltbundesamt aus, fast alle Menschen schon im Blut haben. Also dadurch, dass diese Stoffe in der Nahrungskette sind, in den Böden, im Grundwasser, nehmen das ja auch die Tiere auf, wenn sie das Wasser trinken, wenn sie das Gras essen, das ist in der Luft, weil die Firmen, die PFAS verwenden, das dann in die Luft sozusagen ausstoßen. Und man darf da auch jetzt keine Panik machen, es gibt viele Chemikalien und es ist ja auch man fällt nicht tot um, so haben wir es ja auch vorher gesagt. Aber es ist halt schon so, dass das fast jeder Mensch im Blut hat. Als ich dann in Rastatt war, hat der gesagt, haben Sie schon mal Ihr Blut auf PFAS testen lassen? Habe ich gesagt, nee. Dann hat der gesagt, das haben Sie sicher auch im Blut. Und das ist schon so ein Moment, wo man dann so ein bisschen aufschrickt und sich eben fragt, wenn wir dann wissen, was das für Folgen haben kann, wieso gibt es keine Grenzwerte? Wieso wird das nicht verboten? Wieso dauert das so lange? Das ist ja auch nicht neu. Also es ist ja nicht neu, dass man weiß, okay, das ist schädlich, das Zeug. Es wurde ja 1947 in den USA erfunden und es gab schon vor Jahrzehnten Warnungen aus den USA und trotzdem wird es immer noch verwendet. Vielleicht kann man dann gleich die Nachfrage von Hella, haben wir sozusagen auch beantwortet, die Aufnahme erfolgt, also über Atmung, Nahrungsaufnahme etc. Also am einfachsten verbreitet sich es über das Grundwasser. Das ist das, glaube ich, was am kritischsten auch ist, weil es da uns am nächsten kommt. Es gibt aus Großbritannien gibt es ein paar Untersuchungen, die in vielen Grundwasser- und auch Trinkwasserreservoirs das dann festgestellt hat. Man findet auch, das ist das, was mich auch so ein bisschen stört, ist, es gibt durchaus Warnungen eigentlich vom Verzehr von gewissen Dingen. Beispielsweise gibt es in Niedersachsen eine komischerweise Verzehrempfehlung genannte Verzehrwarnung, die es eigentlich ist für gewisse Fische, also für Fische aus gewissen Flüssen, die dort eben getestet wurden. Und dort, ich habe wieder schöne Grüße an den Zuhörer aus, oder die Zuhörerin aus Bremen. In der Ochtrum wurde das mal getestet, ein kleiner Nebenfluss, der Zufluss zur Weser. Und dort wurde das eben in 146 Fischen mal festgestellt und es gibt einfach eine Verzehrempfehlung genannte Verzehrwarnung, dort eine bestimmte Menge an Fisch eben nicht zu überschreiten in der Nahrungsaufnahme und die gilt für etliche niedersächsische Flüsse. Aber diese Warnung finden Sie auf irgendeiner Unterseite eines Ministeriums. Das ist nichts, was Ihnen im Alltag begegnet. Das steht auch nicht an Schildern am Fluss. Angelvereine wissen das und würden am liebsten die Augen davor verschließen und halt weiter angeln. Vielen Dank. Jürgen Sirotzki fragt, ab dem 1.4.23 schreibt die neue Trinkwasserverordnung wohl eine konkrete Untersuchung von Trinkwasser auf PFAS, zum Beispiel durch Stadt- oder Gemeindewerke vor, was bislang nicht der Fall war. Liegen Ihnen hierzu schon neue Informationen über derartige Untersuchungsergebnisse vor? Nein. Scheint dann sehr neu zu sein. Dann noch eine Frage von Annette. Gibt es eine Liste, welche Pflanzen verstärkt PFAS aufnehmen? Eine offizielle Liste würde ich jetzt nicht kennen, aber in Rastatt ist es ja so, dass es eine Beratung gibt für Landwirte vom Landratsamt, die eben genau den Landwirten sagen, was sie anbauen können und was sie nicht anbauen können. Und man weiß eben, oder dort ist es zumindest so, dass Erdbeeren, Spargel und Weizen PFAS gut aufnehmen und was PFAS nicht gut aufnimmt, ist Mais. Aber eine offizielle Liste, also das ist ja so ein bisschen auch das Problem, dass es eben nicht so viele offizielle geregelte Informationen gibt, an denen man sich orientieren kann.
Ja, ich würde sagen, es ist mit das Hauptproblem eigentlich, dass es das nicht gibt. Vielleicht dann dazu gleich passend die Frage, wenn ich jetzt auf der Karte nachschaue und bei meinem Wohnort erkenne, dass dort erhöhte Grenzwerte vorhanden sind, kann man Handlungsanweisungen oder Handlungsempfehlungen sind vielleicht zu stark ausgedrückt, aber gibt es ein paar Dinge, die ich machen kann? An wen soll ich mich wenden oder kann ich mich wenden? Also die Karte ist ein Werkzeug natürlich zur eine Hilfestellung dafür, den richtigen Leuten halt mal ein paar Fragen zu stellen. So würde ich das interpretieren. Also ein paar konkretere Angaben kann man möglicherweise aus unserer Karte schon entnehmen, dass dann möglicher Verursacher drin ist oder auch, ob das eine offizielle Messung einer Behörde oder einer lokalen Behörde ist. Ich würde aber in den Fällen, wo ich mir das nicht erklären kann und wo das Problem öffentlich noch gar nicht bekannt ist, tatsächlich mal in meiner Gemeinde oder in meinem Landkreis bei den entsprechenden Stellen, die für die Umwelt zuständig sind, nachfragen, inwieweit sie sich dieses Problem schon vor Augen geführt haben und wo es herkommt und was es letztlich, ob es letztlich eine Bedeutung hat für einen ganz persönlich, weil die Messungen sind ja nicht Messungen in jedem Vorgarten oder in jedem Gemüsegarten oder in jedem Schrebergarten bei irgendjemand, sondern es sind ja einzelne Messpunkte, die dann möglicherweise ganz nah in einer Firma liegen. Und die Frage ist wieder, wie breitet sich das von dort möglicherweise aus und gibt es Maßnahmen, die dann die Kommune oder der Landkreis ergreifen, um die Bürger auch zu schützen. Und das kann auch sein, indem man den Leuten auf die Nerven geht und sagt, testet bitte mal ausführlicher auch in einem weiteren Umkreis um die mögliche Verseuchung. Das müssen Bürger selber schaffen. Wir haben ja auch ziemlich viele Leserzuschriften bekommen, also als wir dann veröffentlicht hatten. Und da war zum Beispiel auch ein Landratsamt dabei in Bayern, die eben gesagt haben, wir haben bei uns so eine mögliche Verschmutzung gesehen in dieser Karte. Wie kommt ihr da drauf und was heißt es jetzt? Wie wir drauf kommen, das ist eben noch nicht gemessen worden, sonst wäre es ja eine sichere Verschmutzung eingetragen. Aber wir haben dann gesagt, wegen den und den Kriterien, die wir vorher erklärt haben, würden wir sagen, es lohnt sich da zu testen und es lohnt sich da zu messen. Und ob sie es dann machen oder nicht, ist natürlich den Behörden überlassen. Aber wenn man da beim Landratsamt oder Wasserwirtschaftsamt zum Beispiel nachfragt, ist das immerhin schon mal so ein Signal, dass man da als Bürgerinnen und Bürger gerne mehr Informationen hätte. Doris Schmidt fragt, hat sich schon jemand Gedanken darüber gemacht, dass bei der Heftigkeit der PFAS-Verseuchung ähnlich wie dem Weltklimarat auch ein Weltchemikalienrat gebildet wird, der sich global mit diesem Problem befasst? Also wenn man sieht, wie schlecht die Informationslage schon mal auf in unserem kleinen Fleckchen Land in Deutschland ist, gibt es das natürlich nicht. Da führt jedes Land und auf jedem Kontinent wird da der eigene Kampf geführt. Das erste PFAS-Verbot in den USA hat, glaube ich, 20 Jahre gedauert, um das durchzusetzen. Das ist, glaube ich, also ich finde den Gedanken ganz interessant. Ich finde übrigens auch beängstigend, dass sich dort mit dieser Problematik ja auch so ein ganz komisches Feld zwischen Umweltschutz und Klimaschutz auch auftut, wenn man jetzt mal sich betrachtet, wie wichtig diese Stoffe angeblich für die Industrie sind, wenn sie den Green Deal und die Elektrifizierung vieler jetzt mit fossilen Energien betriebener Energiequellen betrachtet, dann gerät man da in ganz komische Konflikte, auch was diese Wärmepumpen betrifft. Weil im Prinzip ist es natürlich toll, wenn man Wärmepumpen hat und Gas- und Ölheizungen dadurch ersetzen kann. Wenn man sich aber gleichzeitig ein Chemieproblem ins Haus holt, dann sieht die Sache ganz anders aus. Also dieses, wie wir es manchmal auch bei unseren Gesundheitsfragen haben und uns wünschen würden, dass uns ein Arzt ganzheitlich betrachtet und heilen kann, würden wir uns das, glaube ich, auch da wünschen. Aber in Planung ist sowas meiner Ansicht nach und meiner Kenntnis nach leider nicht. Aber kurze Nachfrage, wie ist es in den USA? Die haben ein PFAS verboten oder insgesamt sind die ja nicht verboten? Nein, ne? Die haben dort auch die haben den Kampf gegen diesen großen Hersteller 3M geführt und dann am Ende gewonnen und dann wurde dieses Ur-PFAS dort auch verboten. Aber die gesamte Gruppe ist auch in den USA nicht verboten. Korrigiere mich, Nadja, wenn es falsch ist. Nee, auf jeden Fall nicht. Also die sind schon weiter, zum Beispiel dieses USPFAS Lab, das hat ja diese ganze Methodik erfunden, sage ich jetzt mal, an denen wir uns jetzt auch orientieren konnten, was es eben in Deutschland noch nicht gibt. Aber alles verboten haben die nicht, ne? Vielen Dank.
Jetzt habe ich natürlich genau jetzt die Frage verloren, die ich vorlesen wollte. Lese ich sie vor. Umweltgifte gibt es viele. Warum ist gerade PFAS besonders gefährlich? Ich möchte gerne Annette D. wissen. Also, es ist, ich wäre mit dem Begriff, dass es besonders gefährlich ist, wenn man es jetzt mal vergleicht mit Dioxin oder sowas, ja, dann ist es natürlich auf eine ganz andere Weise gefährlich. Was bei dem PFAS, finde ich, so bedenklich ist, ist, dass es eben dieser Segen für die Industrie ist, für viele Bereiche, also tatsächlich eine hohe Alltagstauglichkeit hat und das Leben auch in vielen Bereichen verbessert hat, tatsächlich aber schleichend diese Schäden verursacht. Und das Problem, ein Bewusstsein dafür herzustellen, ist deswegen so wahnsinnig schwierig, weil man es eben nicht sieht, nicht riecht, nicht schmeckt, die Leute keinen Ausschlag davon kriegen und die Studien- und Forschungslage so wahnsinnig schlecht ist, weil eben auch so viele neue Stoffe immer wieder entwickelt werden. Es ist aber völlig klar, dass es sich um einen Stoff handelt, den es in der Natur nicht geben würde, wenn ihn der Mensch da nicht reinbringen würde. Und damit ist es ein Stoff, der in manchen Ausprägungen, in manchen Formen dieser Ketten, um die es da geht, eine Halbwertszeit von 1000 Jahren hat. Das weiß man halt. Und damit verhält sich es meiner Ansicht nach so ähnlich wie mit atomarem Abfall oder sowas. Da wissen wir, da sind wir auch alle gar nicht jetzt mal so direkt davon betroffen, wenn wir nicht gerade über ein Stück Uran laufen, was wir alle nicht tun. Wir wissen aber, dass wir alle diese Endlager nicht haben. Und hier haben wir praktisch ein weltweit verstreutes Endlager für ein Chemieprodukt, das, von dem wir nicht wissen, wenn es immer mehr würde, wenn man es nicht verbieten würde, wie schädlich es dann wirklich wird. Und es gibt eben Fälle, da ist es auch nachgewiesen, dass die Leute deswegen krank geworden sind, auch aus natürlich gerade dann, wenn sie in direkten Kontakt damit gearbeitet haben oder so. Von daher stehen wir quasi am Anfang einer Aufklärung, wo diese brutale Aussage, wir werden alle daran sterben, nicht zu treffen ist, weil die wahrscheinlich auch nicht zutreffend ist. Aber wir halt ein Bewusstsein dafür entwickeln müssen, dass wir uns dort auf einen Stoff verlassen, der uns als Gesellschaft irgendwie modern und fortschrittlich erscheinen lässt, deren Folgen wir aber jetzt schon spüren und die immer schwerer werden würden, wenn man es jetzt nicht schon stoppt. Und man kann es halt schon stoppen. Das ist das Entscheidende. Und die Frage ist auch, noch ganz kurz dazu vielleicht, weil die Frage ist ja auch, was die Alternative ist. Es ist vielleicht nicht im Vergleich zu anderen Stoffen besonders schlimm, aber wir wissen, was das für Folgen hat. Wir wissen, dass das quasi überall drin ist, bis in die Körper rein. Also dann, warum nichts unternehmen? Also man muss was unternehmen. Also ja, irgendwie, ja, würde ich sagen. Ja, wir haben noch zwei Fragen von Martina. Die eine ist, ob Habeck das bewusst ist, also dieser Horror mit den Wärmepumpen, also inwieweit das auch beim Wirtschaftsministerium angekommen ist. Und die zweite, eine ganz praktische, kann der Hautarzt auch Tests nach PFAS machen? Nee, das haben wir heute tatsächlich, habe ich noch versucht, weil ich auf die Frage mich gerne besser vorbereitet hätte, was kann man unternehmen, um selber rauszukriegen, ob man verseucht oder betroffen ist oder nicht. Also zum einen glaube ich, es ist schwierig. Man kann wohl sich natürlich Blut entnehmen lassen beim Arzt. Der Hautarzt kann das nicht. Der Hausarzt, wenn ich das richtig verstanden habe, kann das schon. Er kann Blut entnehmen. Dann muss man aber ein Labor beauftragen, das natürlich diese PFAS-Untersuchung machen kann. Wie einfach das ist, weiß ich nicht. Das habe ich auch heute nicht geschafft rauszukriegen. Es ist aber natürlich möglich, das festzustellen. Es wurde ja eben auch schon in größerflächigen Untersuchungen gemacht. Und es haben auch Einzelpersonen geschafft, ihr Blut darauf untersuchen zu lassen. Eine kommt auch in einer unserer Geschichten vor und die hatte auch einen sehr hohen Wert im Blut. Also man kann, man muss da, glaube ich, noch ein bisschen fragen. Wir werden auch versuchen, das zu fragen und vielleicht da ein bisschen eine lebensnähere Hilfestellung zu geben. Was tatsächlich wahnsinnig schwierig ist, dass man beispielsweise einen Grundwasserbrunnen testen lässt, weil das müsste man an eins der Forschungsinstitute herantreten, die das können. Wir haben kurzzeitig überlegt, ob wir selbst Bodenproben zum Beispiel nehmen von Gebieten, aus denen wir wissen, dass dort große Feuerwehreinsätze waren oder Feuerwehrübungsplätze, bei denen ganz viel Löschschaum verwendet wurde. Es wurde ja bis vor wenigen Jahren war der PFAS-Löschschaum ja noch erlaubt.
und hätten dort gern selbst nachgebohrt und auch Proben analysieren lassen. Das ist sehr teuer und man muss auch eben Zugang zu den Speziallaboren haben. Von daher schwierig. Die andere Frage war, ob Robert Habeck das weiß. Ja, schwierig zu sagen, aber es ist, was wir jetzt gemacht haben, ist ja das erste Mal so eine systematische Erfassung, welche Orte, wie viele Orte sind tatsächlich belastet, also viel mehr als angenommen, eben auch europaweit, aber an sich ist das Problem nicht neu. Und was man noch sagen kann, ich glaube, die Frage hat sich auf Wärmepumpen bezogen, also es gibt schon Alternativen. Ich glaube, Ralf hat es auch vorher gesagt, also es gibt Wärmepumpen ohne diese F-Gase, die eben zu dieser PFAS-Gruppe gehören. Es ist aber einfach so, dass die Lobby unfassbar stark ist. Also wir haben da auch mit verschiedenen Lobbyisten geredet, beziehungsweise eben Kolleginnen und Kollegen aus der Gruppe. Und da fallen dann auch wirklich so Zitate wie, wenn PFAS verboten wird, dann können Sie gleich mal Ihr Mobiltelefon vergessen. Das war ein wörtliches Zitat von einem Lobbyisten. Und das ist natürlich auch was irgendwie die Politik beeinflusst. Leider. Die Begeisterung für die Wärmepumpe an sich ist, glaube ich, im Moment noch größer als die Sorge über das Kühlmittel, würde ich mal sagen. Auch hinsichtlich der Ziele, die man klimapolitisch erreichen will. In der Regel ja auch ein geschlossener Kreislauf. Also ja. Hier wird ja nicht imitiert an der Stelle. Vielleicht eine passende Frage dazu an Sie, Frau Tauschen, noch von Patricia Klatt. Wir hatten es vorher schon erwähnt, die Papierindustrie. Hat die irgendwie auf Ihre Nachfragen und Recherchen reagiert? Haben Sie da Antworten bekommen von den Firmen selbst oder von Verbänden? Wir haben die Papierfirma jetzt nicht selber angefragt. Deswegen kann ich nicht sagen, ob wir dazu was bekommen haben. Wir wissen, dass die extrem, dünnhäutig sind, weil sie eben sagen, sie sind nicht schuld. Sie haben zwar Papier hergestellt und haben dabei PFAS verwendet, das ist aber nicht illegal. Also sie sind nicht schuld und sie wollen da auch nichts zahlen. Also in Rastatt ist so ein regelrechtes Klage-Ping-Pong entstanden. Also wer wem was vorwirft, wird wegen des Vorwurfs bezichtigt oder Ermittlungen wurden wieder eingestellt. Dort ist einfach keine Schuld zu verteilen nach der Rechtslage, die es gibt offensichtlich. Oder zumindest ist es schwer. Wenn ich richtig verstanden habe, auch das wäre eine Nachfrage. So die Verursacher oder die Emittenten sind nicht in jeden Fällen immer eindeutig identifizierbar. Na doch, sie sind schon in vielen Fällen eindeutig identifizierbar. Und also bei einem beispielsweise die ganzen Standorte von Flughäfen oder Militärflughäfen, da gibt es eigentlich gar kein Vertun. Dort sind das kommt eigentlich fast immer von diesen Feuerlöschübungen. Auch in Bremen beispielsweise die Verseuchung, die ich vorhin erwähnt habe, ist eine dieser Feuerwehrübungsplatz auf dem Flughafen in Bremen entstanden. Und von dort aus hat sich dann verbreitet und eben Gewässer verseucht. Und bei den Herstellern ist es auch relativ eindeutig, dass die in Frage kommen. Schwieriger wird es dann bei den richtigen Endproduktherstellern, die also, sagen wir mal, jetzt Polstermöbel oder Textilien herstellen, da ist es wirklich schwer festzustellen, haben die irgendeinen Leck bei der Verwendung dieses Materials, verbrennen die dort irgendwelche Reste, haben die eine Deponie, die angeschlossen ist, da ist es ein bisschen schwieriger, das Verursacherprinzip. Und das Verursacherprinzip wird ja übrigens auch immer nur dann erst interessant, wenn wir eine Sanierung anstreben. Also in dem Moment, wo nichts festgestellt ist, ist der Verursacher, ist er halt einer, aber es hat für ihn keine Konsequenzen. Wenn man aber anfängt zu sanieren, dann fängt man auch bei kleinsten Flächen halt im Millionenbereich an. Und dann wird das Verursacherprinzip interessant, weil warum das die Gesellschaft bezahlen sollte, da muss man sich dann schon fragen. Vielen Dank. Eggersdorfer möchte gerne wissen, ob es Wechselwirkungen zwischen PFAS und Spritzmitteln oder auch zum Beispiel Dünger gibt. Boah, schwierig. Also ich kann das jetzt nicht beantworten, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es jemand anders beantworten kann, weil hätte man solche, ich sage jetzt mal, Details schon analysiert und rausgefunden, dann hätten wir viele von den großen Problemen auch gar nicht. Also ich glaube, da fehlen einfach Studien, es fehlen auch
Es gibt schon Studien natürlich zu den gesundheitlichen Auswirkungen, aber auch jetzt nicht unfassbar viel im Vergleich zu anderen Sachen. Da fehlt es einfach wirklich noch an Forschung. Ja, wir haben einige Informationen auch in den Frage und Antworten jetzt, wo unterschiedliche Links geteilt werden. Ich sehe ja, dass das Bundesministerium auch entsprechende Informationen dafür gibt. Schauen Sie also gerne in die F&A-Tabelle mal rein. Vielleicht finden Sie da auch noch weitere Informationen, die Sie interessieren würden. Ganz unabhängig natürlich, dass Sie alle Informationen auch bei der SZ bekommen. Das, glaube ich, hatten Sie zu Beginn schon gesagt, war hier auch noch eine Frage. Wenn man Informationen noch beitragen kann oder Ihre Informationen ergänzen kann, dann kann man sich per E-Mail, glaube ich, habe ich das richtig verstanden, an Sie wenden, richtig? Genau. Es ist in der im Umfeld dieser Karte ist irgendwo die E-Mail-Adresse, die ich gerade leider natürlich dummerweise nicht im Kopf habe. Da ist eine E-Mail-Adresse angegeben, die wird regelmäßig abgefragt. Sie können jedes unserer Redaktionsmitglieder per E-Mail erreichen. Wir haben vom Investigativressort leicht zu finden eine Kontaktseite. Wenn dort Informationen sind, schauen wir uns das immer gerne an. Was ich auch gelesen habe, ist ein Bedauern darüber, dass die Karte hinter der Bezahlschranke steht. Das ist das Geschäftsmodell einer Zeitung einerseits. Andererseits werde ich versuchen, ohne was versprechen zu können, dass wir vielleicht für die Teilnehmer, die jetzt dabei waren, über einen begrenzten Zeitraum ab morgen versuchen, die Karte für ein paar Tage mal freizustellen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht, aber ich werde es mal versuchen.